Hallo, mein Name ist Nils Andersen. Und ich bin Miriam Andersen. Wir wohnen hier in der Aue 52 mit unseren Kindern Anna und Otto. Wir haben das Haus vor einem Jahr gekauft und davor haben wir auch schon in Rottweil gewohnt, in der Königstraße in einer Dachgeschosswohnung. Und wegen Corona sind wir eigentlich ganz froh, dass wir jetzt ein neues Zuhause gefunden haben hier. Mit Garten, wo die Kinder einfach rumrennen können. Und davor waren wir nämlich in Herrenberg. Da hat es uns zwar gut gefallen, aber da ich in Rottweil aufgewachsen bin und meine Familie immer noch hier ist, sind wir sehr froh, jetzt wieder in Rottweil zu wohnen. Wir haben das Haus angeguckt und dachten uns so, puh, ganz schön viel zu tun, aber haben uns irgendwie halt verliebt dann in diesen Blick, auch den man da hat, in die Landschaft und haben gedacht, ja, das wäre ein gutes Projekt für uns, das kriegt man hin. Haben dann, glaube ich, 4 Monate später das Haus gekauft von der Familie, also mit dem Notar den Kaufvertrag gemacht. Wir haben dann eben durch die Verkäuferin erfahren, dass hier Sanierungsgebiet ist, und haben uns dann bei der Stadt schlau gemacht und die Mitarbeiterin von der Stadt hat uns dann darüber aufgeklärt, welche Kriterien wir erfüllen müssten, wie das auch ablaufen wird. Wir hatten dann Gespräche mit Architekten, auch unsere Architektin, die Frau Ruhr, war dann immer bei den Gesprächen dabei. Und so konnte man einfach die verschiedenen Gestaltungsideen dann zusammenbringen, auch die Ideen von der Stadt und unsere eigenen und überlegen, wie man das gut auf den Weg bringen kann, das Projekt. Wir haben dann einen Vertrag unterschrieben mit der Stadt und für uns war es eben auch gut, dass wir den Input hatten durch die Architektin vom Sanierungsträger und die Kommunikation mit der Mitarbeiterin von der Stadt lief immer reibungslos für uns. Wir haben immer die Informationen bekommen, die wir gebraucht haben. Und konnten dann mit der Rückbaumaßnahme beginnen. Da hat dann hauptsächlich mein Mann und mit familiärer Unterstützung, also vor allem auch mein Vater und Bruder, der Partner meiner Mutter und so, alle haben mitgeholfen. Es war ein großes Familienprojekt. Die verschiedenen Gewerke kamen dann rein und ein Jahr später sind wir schon eingezogen. Also der Startschuss fiel ja dann mit der Architektin. Die hat dann auch so ein bisschen uns dirigiert und gesagt, was wir machen können. Also ohne die Architekten hätten wir es auch nie so genau gewusst. Also Ja. du stehst ja erstmal da vor so einem Haus und weißt erstmal gar nicht, okay, du musst ja irgendwie alles abreißen. Was kann stehen bleiben und was muss noch da bleiben bei der Kernsanierung? Keine Ahnung. Und da war die Friederike Ruf echt eine große Hilfe. Die hat uns genau gesagt, was wir zu tun haben. Und dann war es dann wirklich nur noch strikt nach Plan im Prinzip durch das Haus fräsen, wenn man so sagen kann. Und da haben wir die Böden rausgenommen, die Türen, alles. Also Kernsanierung ist. Ja, Kernsanierung, wie das Wort eigentlich schon sagt, man geht da richtig bis in die Substanz ran und dann muss alles weg. Und da kommt auch vieles zum Vorschein. Also es war echt, es war sehr interessant einerseits, aber es war eine Knochenarbeit. Also das hätte ich mir niemals erträumen lassen, dass es wirklich so hart werden würde. Und, aber es war auch irgendwie auch schön, mit der Familie, auch von dir vor allem, dann zusammenzuarbeiten. Weil man lernt sich dann auch ein bisschen besser kennen und sowas. Und das sind auch so viele positive Nebeneffekte von dieser harten Arbeit, die man dann letztendlich hat. Es lief eigentlich relativ gut. Ein paar Themen waren schon, wir wollten ja hier stand vorher eine Mauer und die mussten wir rausnehmen. Und wir wollten eigentlich, das war so ein Grundziel gewesen, so viel wie möglich am Bestand erhalten. Auch wenn wir Abstriche machen mussten in der Zeit, auf jeden Fall, weil es einfach brutal viel Zeit und Kraft frisst und auch Organisationstalent braucht, ich würde es sofort wieder machen. Also dieses Gefühl zu haben, hier zu sitzen mit unseren Kindern und zu sagen, ja, wir haben jetzt hier ein Zuhause, das würde ich auf jeden Fall, ich würde es sofort wieder machen. Ja. Ja, auch Du ihn machen lassen. Ich machen. Ja, auch die Zeit. Es ist ja auch schön, etwas zu erschaffen irgendwie. Also ich bin ja jemand, ich sitze den ganzen Tag im Büro und sitze nur am Computer und alles, was ich mache, ist in einer digitalen Welt mittlerweile. Und das ist dann wirklich etwas, man arbeitet und man geht einmal nach Hause und dann guckt man sich nochmal die Bilder an und denkt sich, oh, cool, man hat ja richtig was geleistet.